So, jetzt muss man das Wasser probieren, ob das schwefelhaltig ist, wie da erzählt wird. Also, ich kann da nichts feststellen, dass das Wasser schwefelhaltig wäre. Null. Aber es kann schon sein, dass halt Spuren drin sind und dass die Geldverfärbung daher stammt. Aber. Aber auf jeden Fall ein schöner Wasserfall, wo der aus dem Berg kommt. Grandios. Ja, ein bisschen merkwürdig schmeckt schon. Ja.